Ja, herzlich willkommen. Es geht weiter bei Kommando. Wir sind im vierten Level und wir müssen hier gegen eine Horde von Panzerwerfern ankämpfen. Das ist ein bisschen übertrieben. Die schießen quasi mit Raketen und Panzerfäusten, was auch immer das sein soll, auf uns. Und das ist... Da bin ich gerade schon wieder gestorben. Naja. Ja, das ist ein bisschen unrealistisch. Also ich meine, gut, klar, wenn man irgendwas verteidigen möchte, dann schießen wir mal eben mit ein paar Panzerfäusten drauflos. Aber es macht nichts. Wir können uns trotzdem da ganz gut gegen wehren. Allerdings, wenn jetzt hier nochmal so ein Typ da kommt, der... Ja, jetzt bin ich in die Kugel reingelaufen. Oh, wie schön. So, beide erledigt. Und jetzt... Boah... Na. Okay. So. Anscheinend sind da auch mehrere. Na, bin ich voll wieder reingelaufen. Man sollte auch aufpassen. Nochmal zur Erinnerung, ich spiele, wie gesagt, jedes Level einzeln durch und nehme dann das Video auch auf. Von daher habe ich jedes Mal eine geringere Anzahl von Granaten und natürlich auch die Punkte sind nicht allzu hoch. So, jetzt werde ich gerade hier im Kreuzfeuer genommen. Boah, wo soll ich denn hier hinlaufen? Ey, verdammt nochmal. Nochmal locker flop. Boah, verdammt nochmal. Oh nee, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja gemein. Augen auf beim Motorradkauf, würde ich sagen, aber... Ach komm, bitte... Das war jetzt eigentlich Dummheit von mir. Boah, ich finde es so cool, wie die da runterspringen. Hehe. So, jetzt möchte ich die aber auch ein bisschen abschießen und nicht immer nur daran vorbeilaufen. Die kriege ich auch noch. Voll brutal, tut mir leid. So. Ja, das war sauber abgeräumt, würde ich sagen. Und endlich mal wieder ein Level mit schönen Palmen. Ich mag das ja sowieso gerne, wenn man so ein bisschen das Palm-Feeling hat hier. Oh nee, war es das schon wieder? Und direkt meine Handgranate rein. Oh, wie praktisch. Da kann ich hier ein paar Granaten sammeln. Aber so übertrieben müssen wir es jetzt auch nicht machen. Hey, was ist denn da los? Hä? So, und dann würde ich sagen, müssen wir dieses Haus einfach mal stürmen. Na gut, einfach geht doch nicht so einfach. Warte mal, die muss ich mir aber mitnehmen hier. Ah, oh, jetzt schießt er da hier voll rum. So. Wie kriege ich den denn da an dem anderen Fenster? Ja, ach doch nicht einfach reinlaufen. So, da war ich etwas zu langsam. Da war ich doof. So, dich kriege ich auch noch. Ach, verdammt. Ich sollte nach rechts ausweichen. So. Ja, nein. Alles so gut vorbereitet und dann so ein stümperhaften Fehler. Ja. Wie kriege ich die hier oben eigentlich da? Hm. Schießen die? Boah. Das war aber arschknapp. So, machen wir wieder diesen feigen Trick hier. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Ja, das war auch doof. Peng, weg ist er. Oh nein, das habe ich mich zu sehr. Ja, das hat nicht mehr gepasst. Entscheide dich, welche Richtung. Wer soll ihr Traumberufmann sein? Der kann aber, wie hieß denn das nochmal bei Herzblatt? Wer soll ihr Traummann sein?
Ey, wer soll Herzblatt sein? Ach Gott, es ist einfach zu spät. Was? Warum habe ich ihn nicht getroffen? Ja. Jetzt mal Konzentration. So, weg mit dem. Ach, sind immer noch da, diese Raketenschieße? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, verdammt nochmal. So, sollen wir mal nicht die Granaten? Wir haben genug Granaten. Die schießen tatsächlich da von oben, ey. Die spinnen doch wohl. Ich hab ihn kommen sehen. Ich hab ihn kommen sehen. Oder es. So, das war ein bisschen Dummheit. So, weg ist er. Klar, komm einfach mal raus und schieß erstmal ein paar Granaten. Das sind immer meine liebsten Freunde. Die sollten eigentlich gar nicht schießen können, wenn die da rauskommen. Die Frage ist, wie viel da wieder rauskommen oder ob ich erst diesen einen da am Fenster erlegen muss. Yeah! So, jetzt brennen alle. Ja, da kommt der Hubschrauber. Und fliegt uns zum fünften Gebiet. Aber das sehen wir natürlich im nächsten Video. Also dranbleiben. Bis dann.